Ich hab keine Lust, jede Woche ein neues Lied über ihn zu schreiben. Es kotzt mich an, ich hab keine Wahl, also lass ich es auch nicht bleiben. Es geht nicht, dass man drüber wegsieht, wie er Recht und Gesetze bricht. Lässt man ihn machen, was er will, schützt man den Rechtsstaat nicht. Er sagt, er gibt seine Fehler zu, doch er sieht nicht alle ein. Gesetze, die er brechen will, sollen formal nur gültig sein. Wenn ihn Gesetze hindern, dann sagt er, das Recht nicht gilt. Und ist Gesetze einzuhalten gar nicht erst gewillt. Nein, er war nicht der Büttel von RWE, weil er es noch immer ist. Oder fiel er inzwischen die Treppe rauf, ist er bald schon Prokurist. Das Land ändert sich über Nacht, wenn man den Bock zum Gärtner macht. Er zertrampelt, was gedeiht und blüht, wenn man ihn nicht streng bewacht. Anwendung von Recht erweist er sich als kreativ. Er beugte Paragraphen, ehe er Polizei zum Einsatz rief. Ist ein Minister, der sich absichtlich an Recht, das gültig ist, nicht hält. Nicht wie ein Gangster kriminell und gehört vor Gericht gestellt. Ein Staat sagt, er nicht lange fragen soll, wenn er Recht durchsetzen will. Muss manchmal ungewöhnliche Wege gehen und schweigt dazu besser still. Was unterscheidet den Minister von Übeltätern, die er jagt? Hält er Rechtsbeugung für einwandfrei und das noch zu sagen wagt? Nein, er war nicht der Büttel von RWE, weil er es noch immer ist. Oder fiel er inzwischen die Treppe rauf, ist er bald schon Prokurist. Das Land ändert sich über Nacht, wenn man den Bock zum Gärtner macht. Er zertrampelt, was gedeiht und blüht, wenn man ihn nicht streng bewacht. Soll man sich als Bürger dann um Gesetz und Recht noch scheren, wenn sich Minister so verhalten, als ob sie unangreifbar wären? Wenn sie so tun, als ob Gesetz und Recht für sie nicht immer gilt, ob vom Gesetz nicht alle gleich sind, wie macht man sich davon ein Bild? Wer denn noch in eine Regierung mit einem Rechtsbrecher sich setzt, der gegen anständige Bürger die Polizei mit Lügen hetzt? Ist der kein einzig Jota besser als der Minister, der so lügt, wenn er dabei am Kabinettstisch sich in Gegebenheiten fügt? Nein, er war nicht der Büttel von RWE, weil er es noch immer ist. Da fiel er inzwischen die Treppe rauf, ist er bald schon Prokurist. Das Land ändert sich über Nacht, wenn man den Bock zum Gärtner macht. Er zertrampelt, was gedeiht und blüht, wenn man ihn nicht streng bewacht. Er sei ein Freund der klaren Sprache, sagt der Minister frank und frei, hält sich für glaubwürdig, authentisch und dafür, dass er wählbar sei. Wie er sich an den Posten klammert, wie er an seinem Drehstuhl klebt, er wird selber sicher wissen, wie er den Rechtsstaat untergräbt. Wann schickt man ihn in die Wüste, weiß man nicht, wie wird man ihn los? Er hält sich selbst für unersetzbar und auch sein Chef nennt ihn verrückt.
famos. Wird allerhöchste Zeit, dass endlich zum Schutz des Rechtsstaats was geschieht. Wenn man den Minister zur Verantwortung für seine Rechtsverstöße zieht. Nein, er war nicht der Büttel von RWE, weil er es noch immer ist. Oder fiel er inzwischen die Treppe rauf, ist er bald schon Prokurist. Das Land ändert sich über Nacht, wenn man den Bock zum Gärtner macht. Er zertrampelt, was gedeiht und blüht, wenn man ihn